Herzlich willkommen zu Vlog Nummer 6 der 5 Millionen Schritte, meinem kleinen Projekt, bei dem es darum geht, in 500 Tagen je 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich habe es in Vlog Nummer 5 gesagt, wir haben da diese Frage bekommen oder ich habe diese Frage bekommen von Marlene und Marlene wollte so ein bisschen was wissen zu dem Thema Depression, Umfeld, Freundschaften, Beziehungen etc. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist so ein wichtiges Thema, da möchte ich eine Sonderfolge zu machen. Und diese Sonderfolge habe ich versprochen, in Hamburg aufzunehmen. Das tue ich auch. Allerdings muss ich mich ein bisschen beeilen. Eigentlich wollte ich euch eine spektakuläre Kulisse bieten, vielleicht am Hafen, an der Elbe, in der, weiß nicht, an der Binnenalster, in der Binnenalster. Aber wir haben eine Sturmflutwarnung hier in Hamburg. Und deshalb habe ich mich jetzt mal zurückgezogen hier ins ruhige und ganz wunderbare Planten und Blumen direkt hinter mir, quasi das Messegelände, an dem ja gerade kräftig gebaut wird. Erstmal klären wir noch schnell die Frage, wie geht's mir? Ich habe erstaunliche Entdeckungen gemacht in den letzten 3 Tagen, die möchte ich mit euch teilen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass bei meinen 10.000 Schritte-Touren ich... Und das hört sich jetzt sehr merkwürdig an, ich tatsächlich mehrfach zu Selbstgesprächen neige. Also es ist tatsächlich so, dass ich bei in bestimmten Situationen, sei es beim Pokémon Go spielen oder sei es auch drum, wenn ich eine schöne Blume oder irgendwas in der Natur sehe, was ich interessant finde, dann tatsächlich auch mal sage, ach Mensch, guck mal, das ist aber schön. Oder wenn ich in Pokémon mal nicht gefangen habe, du blödes Scheißvieh, erstaunliche Entdeckung, ist mir in der Form selber gar nicht bewusst gewesen und geworden, ist jetzt so entstanden in den letzten Tagen. Ja, es war eine turbulente Woche. Mich hat der Mittwoch und die Thüringenwahl politisch und in meinem Weltschmerz sehr, sehr mitgenommen. Deshalb bin ich am Mittwochabend auch demonstrieren gegangen, habe ordentlich meine Schritte gemacht, die Woche nichtsdestoweniger, also bin voll im Soll. Mental geht es mir, fühle einen gewissen Grad der Überlastung momentan, der so ein bisschen beruflich herrührt, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde an der Stelle, das sei kritisch. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Das Thema Beziehungen, Verwandtschaft, Freundschaften ist ein ganz, ganz kritisches im Kontext der Depressionen, denn sehr häufig weiß das Umfeld, also quasi die Menschen, die im inneren Dunstkreis von einem selber sind, gar nicht, wie soll ich denn eigentlich mit diesem Thema umgehen? Ja, und da macht auch keiner einem einen Vorwurf, zumindest keiner, der selbst irgendwie mental angeschlagen ist oder an Depressionen leidet. Versuchen wir das mal ein bisschen zwiebelförmig aufzuziehen. Fangen wir mal mit der äußersten Schale an, also so der Dunstkreis, der ganz flüchtig bekannt ist. Nachdem ich mein Coming-out durch einen Zeitungsartikel hatte, habe ich festgestellt, dass in diesem äußeren Dunstkreis plötzlich Menschen weg waren. Sei es Menschen, die mir plötzlich auf Facebook entfolgt sind, nachdem sie erfahren haben, dass ich an Depressionen leide, sei es Twitter-Follower, die plötzlich weg waren, sei es aber auch flüchtige Bekanntschaften im Sport. Ich bin ja sehr, sehr viel im Volleyball aktiv. Und es gab Menschen, die plötzlich einfach den Kontakt zu mir abgebrochen und abreißen haben lassen. Das ist auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite spricht das aber auch für ein gewisses Stigma, das immer noch herrscht. Und deshalb machen wir ja bekanntlich, ich und viele andere Menschen, die an Depressionen leiden, diese Aufklärungsarbeit, weil es eben doch zeigt, dass da sehr, sehr viel noch zu tun ist. Kommen wir mal so zur mittleren Schale vielleicht. Das ist so der Umgang mit Freunden und Freundinnen. Da habe ich festgestellt, dass ich in meinem Freundeskreis eine sehr, sehr große Offenheit erfahren habe, dass ich einen tollen Support erfahren habe und dass ich glücklicherweise Freunde erfahren habe, die sehr offensiv gefragt haben, Mensch, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und das tat mir gut, denn es hat mir geholfen, Antworten zu finden, auch für mich selbst.
indem ich einfach drüber nachgedacht habe, was wünsche ich mir denn jetzt eigentlich von einem Freund oder von einer Freundin? Und insofern fand ich das super und kann jedem, der jetzt in seinem Freundeskreis vielleicht jemanden hat, der sagt, Mensch, ich habe jetzt eine Freundin, einen Freund in meinem Umfeld, die an Depressionen leiden, die sich damit geoutet haben. Wie soll ich damit umgehen? Fragt einfach nach. Fragt, was tut diesen Menschen gut? Fragt konkret, wie können wir dir helfen? Fragt, brauchst du deine Ruhe? Akzeptiert aber auch, dass es Phasen gibt, wo der Betroffene selbst sich gar nicht sicher ist, was er gerade im Moment braucht. Dann hilft es vielleicht einfach nur mal zuzuhören und sich dazuzusetzen und vielleicht ein liebes Wort zu haben. Wie gesagt, ich möchte es an der Stelle nochmal betonen, das, was ihr jetzt hört, ist natürlich kein Allheilmittel. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Therapeut, sondern das ist einfach das, was mir gut tut oder wie ich das empfinde. Es ist eine ganz rein subjektive Sicht und ich freue mich auf all die Erfahrungen, die ihr vielleicht teilen mögt und sagt, Mensch Daniel, das ist doch völliger Quatsch, bei mir war das ganz, ganz anders und mir tut in so Situationen was ganz, ganz anderes gut. Fragen hilft viel, sprechen hilft viel, akzeptieren aber auch, dass depressive Menschen ihre Momente haben, wo sie soziale Interaktion nicht abkönnen und auch nicht mit Freunden. Das ist gar nichts Persönliches, sondern das ist schlichtweg etwas, das die Krankheit so mitbringt. Sehr häufig gehen Depressionen auch mit sozialen Phobien einher und die können sich auch in den Freundeskreis, selbst wenn man sich lange und intensiv kennt, erstrecken. Also seid bitte nicht böse, wenn vielleicht auch jemand, der an Depressionen erkrankt ist, auch erstmal abtaucht und erstmal ja, sich wie so eine Schildkröte zurück in seinen kleinen Panzer zieht, dann ist das Teil des Heilungsprozesses oder Versuch eines Heilungsprozesses und gar nicht so sehr in böser Absicht oder gegen euch gerichtet. Kommen wir mal zu dem Segment, wo ich die wenigsten Erfahrungen habe, sage ich ganz offen, das ist der Bereich im Innersten einer Zwiebel quasi, das ist der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, die Beziehung, das ist mit Sicherheit das Allerschwierigste, denn ein Partner, das ist klar, der leidet mit. Der spürt, dass es seinem, ja vielleicht auch Seelenverwandten, ne, Lebenspartner nicht gut geht und fängt auch selber an, gewisse Zweifelkonstrukte aufzusetzen. Also der Lebenspartner überlegt, was mache ich denn falsch? Mensch, verdammt, wie kann ich meinem Partner oder meiner Partnerin denn helfen? Ich finde keine Wege, vielleicht auch gar keine Wege mehr, denjenigen zu erreichen in dem Moment. Dann ist das für eine Partnerin oder einen Partner auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das meinem damaligen Lebenspartner sehr, sehr große Hölzer zwischen die Beine geschmissen hat, sag ich mal. Das war verdammt schwierig, weil ich mich auch nicht immer so offenbaren konnte, dass mein Partner nachvollziehen konnte, was geht hier in meinem Kopf eigentlich so vor. Und deshalb verstehe ich, dass das für alle Partnerinnen und Partner eine exorbitant schwierige Situation ist, die wahnsinnig viel Geduld abfordert. Marlene, du hast das so schön in deiner Frage, die habe ich ja ganz ausführlich in der letzten Folge vorgelesen. Vielleicht schaut ihr da nochmal rein. Ich habe sie jetzt leider nicht nochmal hier in Hamburg parat. Hast du gesagt, es ist immer so eine dünne Grenze zwischen diesem Bekannten, stell dich doch nicht so an, nimm mal dein Leben in die Hand, ne? Also den Versuch, jemanden zur Aktivität oder zum Mut einfach zu drängen und aber auch dem, ich schlucke einfach, dass die Situation jetzt schwierig ist, dass derjenige an Depressionen erkrankt ist und lass das Geschehen einfach mal so fließen. Und das ist tatsächlich schwierig, da hilft tatsächlich, glaube ich, auch wieder nur viel Kommunikation und das Angebot, sich der Situation anzunehmen. Aber auch da gilt, so wie im Freundeskreis, es kann tatsächlich sein, dass ein Partner sich dann auch erstmal zu einem gewissen Grad ein bisschen abschottet und vielleicht auch aus dem Grund, weil er selber noch gar nicht so weiß
Wo ist denn das Problem? Ich kann es einfach nicht identifizieren. Oder ist Depression, ist das einfach nur eine Stimmung, die mich nach unten drückt? Oder wo sind die Gründe? Wo sind die Lösungsansätze? Das ist ein Riesendenkprozess, meistens verbunden mit sehr, sehr großen Gedankenspiralen. Und deshalb ist das in dieser Phase wahnsinnig schwer. Ich habe kein Allheilmittel. Ich kann nur sagen, für mich persönlich, mir hilft, wenn sich ein Partner einfach neben mich setzt, mich in den Arm nimmt und ein Gesprächsangebot ausspricht. Ob ich das dann in dem Moment annehmen kann oder nicht, hängt von der Situation ab. Aber das hilft mir schon wahnsinnig, einfach zu wissen, dass jemand da ist und dass man nicht alleine ist, selbst wenn man in dem Moment keine Hilfe annehmen kann. Und ich glaube, das ist, auch wenn das für einen Partner müßig ist, auch wenn man quasi immer wieder auf die depressive Person zugehen muss, das zehrt auch wahnsinnig aus, das verstehe ich. Aber ist das, glaube ich, so ein Weg, den sich vielleicht depressive Menschen wünschen? Wie gesagt, nochmal an der Stelle unterstrichen, subjektiv. Es kann sein, dass eure Partnerin oder euer Partner das ganz, ganz anders sieht. Ja. Ob jetzt Partner oder Familie, ist letztendlich, glaube ich, auch eine sehr ähnliche Situation. Also, ich habe keinen Handlungskatalog, den man jetzt abspulen kann und alles wird gut. Ich habe weder Psychologie noch Psychiatrie studiert. Das ist schlichtweg ein Erfahrungsbericht. Wenn ihr glaubt, ihr steckt da in der Situation fest, dann sucht euch professionelle Hilfe, auch der Partner. Auch dem kann es helfen. Es muss ja nicht unbedingt ein Psychologe sein, sondern vielleicht auch einfach ein Lebensberater oder jemand, der selber Erfahrungen hat mit diesem Thema und Themenfeld Depression. Dann ist das vielleicht eine Hilfe, die man sich selber auch als Nicht-Betroffener zu Rate ziehen kann. 12 Minuten habe ich jetzt gesprochen, völlig aus dem Bauch raus. Ich habe das nicht vorbereitet, denn mir ist gar nicht klar gewesen, wie ich das hätte strukturieren und gliedern sollen. Ich habe das jetzt einfach aus dem Bauch raus gesprochen. Ich hoffe, das war für euch eine hilfreiche Episode dieses Vlogs. Wenn ihr Nachfragen habt, dann stellt sie gerne. Der Hashtag wie immer, Hashtag 5M-Schritte, wenn ihr über das Projekt sprechen wollt, auch über Depressionen. Oder über generell mentale Zustände, was auch immer, freue ich mich auf euren Kontakt, gerne auch anonym. Wie das funktioniert, findet ihr auf meinem Vlog, auf meinem Blog, blog.danielschmidt.com. So, das soll es gewesen sein hier aus Hamburg. Ich sende viele Grüße aus Planten und Blumen. Ich werde versuchen, noch ein paar Schritte voll zu kriegen. Ich habe momentan, können wir auch mal gucken, 7552 Schritte gemacht. Versuche die 10.000 noch voll zu kriegen, bevor hier Sturm Sabine kommt. Denn wenn die Sabine kommt, dann soll es hier ganz schön wehen. Orkanartige Böen sind angesagt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Kommentiert gerne dieses Video, drückt den kleinen Like-Button, da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann bleibt ihr aktuell, wie es weitergeht bei den 5 Millionen Schritten. Ich sage Tschüss und kick mal wieder in.